Ich muss auch ein bisschen aufpassen. Ah, hier geht's lang. Dann ist das da oben doch irgendeine andere Siedlung. Und hier unten ist eine Stadt, die New Now Entering Rümek. Ja, krass. Da frage ich mich ja, ob es hier auch eine Teleportation Scroll gibt, die ich dann bei dieser einen Quest abgeben müsste, weil die wäre auf jeden Fall noch nicht dran. Ich brauche erst Nesaak, wo ich ja auch noch nicht war. Das ist dann in der Schneelandschaft. Ja, aber auch sehr hübsch hier. Nur der Weg hierher ist ein bisschen unangenehm mit den ganzen Monstern. Und war das jetzt da oben? Ja, genau. Da oben ist also dieses kleinere Dorf. Okay. Jetzt brauche ich noch den Svin. Das war ja hier irgendwie 1350 oder so. Das müsste ja noch viel weiter in die Richtung sein. Und dann noch weiter in die Richtung. Oh, da auf dem Schiff oder auf diesem kleinen Boot, auf dieser Gondel. Ja, hat ja was von Venedig hier. Wieder mal ganz anderer Stil. Ich meine, das ist auch hier so mit Sandstein, aber es ist ganz anders als Almoe. Na gut, dann. Guten Tag, Herr Svin. Ich komme von weit, weit her. I am one of the keepers in the Great Temple of Legends. There we hoard secrets about the world. I am here to investigate an old tale of the canyon. Does that interest you? I'm sure it does. Legend has it that a ferocious beast lives among these cliffs. A dangerous bird that has survived for many years. I would love to seek the beast out, but it seems the natives here are too scared to talk of it. I have heard of an old prospector nearby who has ventured throughout this mesa. He may have some information. His name is Jan Kahn and he lives east from Rimmick. Could you perhaps seek him out and ask him about this foul beast? I hope you are able to find the beast, and if you do, could you bring me back one beast egg as evidence? Als Beweis oder als Möglichkeit, das Ding nachzuzüchten? Das ist ja sehr merkwürdig. Aber das machen wir natürlich. Kein Abenteuer ist uns zu gruselig. Talk to Jankan east from Rümek at 1434, 1360. Das heißt einfach hier in die Richtung weiter. Naja, ich guck einfach mal. Und keine Ahnung, was es hier noch alles gibt. Hier gibt es bestimmt auch noch ein bisschen was zu entdecken. Pink Wool Merchant, ich pack's nicht. Das wusste ich jetzt echt nicht. Weil ich hatte eben gelesen, dass das ganz selten ist. Das wusste ich jetzt echt nicht. Das war jetzt echt blanker Zufall, dass das hier mir für meine andere Quest hilft. Boah, ist das teuer. Alter. Naja gut, es ist eben doch ein sehr kostbares Stück hier. So, gleich mal gucken. Meshed Insect, das kann ich wegtun. Und dann habe ich Block of Pink Wool. Wow. Krasse Sache. Da muss man also wirklich bis hierher gehen. Ja, das hätte ich dann wahrscheinlich auf der Map auch irgendwie rausfinden können, weil das sind ja die ganzen Merchants sind ja verzeichnet. Die Map finde ich auch ziemlich
gut gemacht eigentlich. Ist doch ziemlich übersichtlich. Hallo, Kuh. So, aber ich suche jetzt den Jankan. Kann natürlich sein, dass die Quest hier ein bisschen zu schwer für mich ist. Ach, ich habe überhaupt keinen Platz mehr. Und hier sind gleich jede Menge Zombies wieder. Frag mich auch, ob da eine Bank ist. In Römeck. Keine Ahnung. Ich kann es jetzt auch nicht auf der Karte so schnell nachgucken. So, aber ich wollte hier... Was war das? 1460? Das müsste ja noch mehr in die Richtung sein. Aber auch in die Richtung. Ist das dann da drinnen, hier in dieser Höhle? Dead Prospector? Nee, es müsste weiter in die Richtung sein. Wow. Oh, wie ich das hasse, wenn die direkt vor meiner Nase spawnen. Aber gut. Ja, der steht da oben. Wo findet man den denn hier? Ah, da ist er. Old Man Jankan. Ja. Ein nettes Plätzchen hast du dir hier ausgesucht. Dann erzähl du mal, was du über dieses Biest weißt. Hello there, youngster. You must be the stranger folks been talking about. Oh, man redet also schon über uns? If you're looking for gold, I can promise you that there ain't any for you in this here mineshaft. Oh, you're looking for a winged wilder beast. Are you out of your mind? The devil of a bird is complete chaos. It can move mountains with a single screech. Men twice your size have wept from the sight of it. As it turns out, I did me back. Oh, seine Sprache ist echt ein bisschen anstrengend. I did me back in trying to transport me earnings from that there cave. Left them right at the back, did I? Go fetch me my 10 golden bars from the end of the shaft and I'll tell you where you need to go next. Haha, okay. At the end of the shaft. Das heißt, er sagt uns jetzt noch gar nicht, wo das Biest ist. Und es hat Flügel. Frage ich mich ja, was das ist. Kämpfen wir dann gegen einen Enderdrachen oder so? Das wäre mal... ziemlich heftig. So, collect 10 golden bars for Jankan in the mineshaft at 1441-1368. Ich bin doch hier schon fast. So, erstmal den hier. Seitigen. Ja, okay, da geht's rein und da werden dann wahrscheinlich viele Mobs auf mich warten. Dynamit. Oh, super. Ich falle hier gleich mal wieder in Lava. Hallo? Komme ich hier auch wieder raus? Ich komme überhaupt nicht raus. Weil ich immer Schaden krieg und dann... Also ich krieg ja nie genug Schaden, um zu sterben, aber... Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch jetzt nicht sein. Muss ich jetzt Slash Kill machen? Ah, zum Glück, ey. Ich dachte schon, ich muss mich selbst hier jetzt killen, damit ich überhaupt hier wieder rauskomme. Unangenehm. So, warum steht da jetzt Dynamit? Ich hoffe mal, die explodieren dann nicht, die Dynamitteile.
frage ich mich ja, wo ich an das Gold komme. Also, weil die Dynamitstangen werden ja sicher nicht Gold droppen. Ah, die explodieren tatsächlich. Das sind also quasi... Ja, es sei denn, ich töte sie vorher dann nicht. Also die funktionieren ein bisschen wie Creeper. Und es sind ganz schön viele. Ich weiß ja gar nicht, wo es hier lang geht. Und hier überall diese Lavalöcher. Okay, aber so wahnsinnig viel Schaden machen sie nicht. Also da bin ich schon anderes gewohnt von der... Von der Indianer-Quest, ja, die wird mich immer noch wieder beschäftigen. Die hat mich so gefordert. So, ich gehe hier einfach mal ein bisschen weiter. Geht's hier weiter? Okay. Das war der Abschnitt mit Dynamit. Oh, sieht das krass aus. Aber wer baut denn auch, wer legt denn sich hier die Dinger so hin? Oder ist das Ganze hier durch die Lava schon wieder ein bisschen verrutscht? Ah, da sind jetzt wieder die Lava-Monster. Und hier ist Gold. Hier ist ja überall Gold in den Wänden. Aber wo kriege ich denn, komme ich hier auch wieder hoch, wenn ich da runtergehe? Sieht mir irgendwie nicht so aus. Keine Ahnung, wo ich da hin muss. Ach so, hier ist eine Leiter. Natürlich. Okay, das ist extrem unübersichtlich. Ich hoffe, ich komme hier nicht in eine Situation, wo dann zu viele Gegner auf einmal kommen. Aber diese Lavamonster sind jetzt auch nicht so dramatisch. Wo muss ich denn hier hin? Hallo? Das war der Uppercut. Der hat den irgendwie wirklich komplett weggedonnert. Ich muss irgendwie da oben. Ich glaube, das ist hier Parcours. Hier unten werde ich nicht weiterkommen. Aber wo ging's denn da hin? Ich habe keine Ahnung, wo es dann weitergeht. Vielleicht da rechts irgendwo? Boah. Huch. Okay. Komme ich denn hier irgendwo weiter? Nö. Ah, ich muss da hinten hin, okay. Aber wie komme ich da hoch? Muss ich die Lava hochschwimmen? Ja, möglich wär's. Weil einen anderen Weg sehe ich jetzt gar nicht. Oder ist da hinten auch irgendwo eine Leiter? Dass ich hier hochschwimme, dann darüber gehe und dann da hinten weiterkommen würde. Könnte ich mir zumindest einigermaßen vorstellen. Oder ich muss hier so einen richtig krassen Parcours laufen. Boah, ist das ein Irrgarten? Schon irgendwie krass gemacht. Und das Medium, das bezieht sich hier auch mehr wieder auf den Parcours- und Rätselanteil. So, kann ich das schaffen? Kann ich da rüberkommen? Doch, das müsste doch gehen, oder? Oh, jetzt war ich schon oben gestanden. Aber kein Problem. Ich bin im nächsten Raum, in der nächsten Höhle. Ah, da sind die Goldbarren.
Die fliegen da einfach so rum. Schön. Soll mir recht sein. So, was schmeiße ich denn mal raus? Kann ich hier noch irgendwas rausschmeißen? Ich habe jetzt da auch diese ganzen Speere noch. Ah, das wollte ich natürlich hier schon behalten. Aber meine Güte, Refined Iron Boots. Wahrscheinlich finde ich da bis dahin wieder was anderes. So. Ich mache das mal so. Und ansonsten ist hier aber nichts. Nix. Nur jede Menge Gold, die da fröhlich vor sich hin spawnt. Na gut. Kann ich ja hier ein bisschen noch an meinen Parkour-Skills arbeiten. Tja, und schon wieder runtergefallen. So, dann nichts wie raus hier. Wieder vorbei am Dynamit.